Dieser Gipfel übertrifft alle vorhergegangenen, die schon sehr gut gewesen sind, bei weitem. Wir haben selten so viel Politprominenz beim Gipfel versammeln können, angefangen von Bundeskanzler Olaf Scholz über Robert Habeck bis hin zur US-amerikanischen Botschafterin. Ich glaube, dass dieser Gipfel ein absoluter Impulsgeber sein wird. Für mich übrigens der Höhepunkt in konstruktiver Stimmung war sicherlich Botschafterin Amy Goodman, die uns auch nochmal vorgemacht hat, wie man eben auch in einer schwierigen Situation Begeisterung erzeugen kann. Und das ist das, was mich an diesem Gipfel am meisten gefreut hat, die vielen, vielen Menschen, die gute Ideen mit Begeisterung nach vorne bringen. Ich bin da immer noch nervös. Vor allem bei Amy Goodman habe ich mich wie ein Schulbub gefühlt. Aber es ist schön. Es macht Freude, diesen Menschen nahe zu kommen. Und es macht Freude, in den direkten Kontakt zu gehen. Und ich glaube auch, dass das den gegenseitigen Respekt positiv beeinflusst. Wenn einer den Preis Deutscher Maschinenbau verdient hat, dann sicherlich auch Dr. Thomas Lindner, der sich aufgrund seiner außerordentlichen Unternehmerpersönlichkeit nahtlos einfügt in die Reihe der Sieger, die wir bisher hatten. Ich bin niemand, der sowas anstrebt, aber man freut sich natürlich schon. Ich verstehe das schon auch als eine Anerkennung sozusagen dieser ganzen Teamleistung, die dahinter steht. Also der Maschinenbaugipfel dieses Jahr war für mich ein voller Erfolg. Es ist toll zu sehen, wie hier die verschiedensten Parteien zusammenkommen, um an den drängenden Themen der Zukunft und auch des Hier und Jetzt zu arbeiten. Sehr interessante Veranstaltung, viele gute Gespräche. Für mich war es unglaublich inspirierend. Ich war tatsächlich überrascht, wie positiv und konstruktiv die Stimmung hier gewesen ist und wie sehr auch das Thema Machen anstatt Jammern in den Vordergrund gestellt wurde. Ich bin sehr beeindruckt von den Gesprächen, von den Menschen, aber auch von dem Optimismus, den man aber aufgrund der schwierigen Situation, die wir haben, schon noch spürt. Der ganze Maschinenbaugipfel war geprägt von einer positiven, guten Stimmung, von einem zuversichtlichen Blick nach vorne. Und das finde ich so notwendig in diesen Tagen und Wochen. Wenn ich den Maschinenbaugipfel als Gesamtevent betrachte, dann gehe ich hier sehr, sehr positiv gestimmt auch weg.